Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von Elder Scrolls Online. Hier sind Lavana und... Abo. Ja, da sind wir wieder und wir haben uns heute mal gedacht, dass wir euch ein kleines Update von unserem Gildenhaus geben. Da hat sich einiges mittlerweile getan und wir wissen ja, dass der ein oder andere sich sehr für Housing und Einrichtung interessiert von euch, ne? Genau. Ja, und am Ende des Videos wollen wir euch mal zeigen, es gibt mittlerweile Charakterpfade, die mit Stonethorn erschienen sind, wie die hier funktionieren. Und da seht ihr das schon an unserer Sentsche, die kommt da gerade angelaufen. Ihr könnt nämlich jetzt eure Begleiter oder Gehilfen oder Reittiere hier in euren Häusern rumlaufen lassen, ne? Das ist eine gute Idee. Das ist eine tolle Idee. Das zeigen wir euch mal am Ende des Videos. Für die, die das vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht so richtig wissen, wie das funktioniert, ne? Genau. Ja, ihr Lieben, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Rundgang. Ich stecke mal meine Waffe ein. So. Und dann fangen wir mal hier vorne an, oder? Hier ist unser Eingangsbereich. Da ist, glaube ich, jetzt nicht allzu viel dazu gekommen. Ich denke mal, das Licht da oben. Aber sonst ist der eigentlich wie gehabt. So, dann haben wir hier. Hier hat unser kleiner Affe mittlerweile ein Kuscheltier dazu bekommen. Und die Puppe, die kennt ihr auch noch. Die hatten wir damals auch schon im großen Topalversteck. Ich finde die echt toll, ne? Guck mal, Krabbelblüten. Ja, hier, dann haben wir hier unsere Krabbelblüten. Jeder mag Krabbelblüten. Ja, jeder mag Krabbelblüten, ich Die besonders. ersten drei, die in die Kommentare Krabbelblüte schreiben, bekommen eine Krabbelblüte. Echt jetzt? Na, hab ich jetzt so Okay, festgelegt. gut, die ersten drei schreibt in die Kommentare Guck mal. Krabbelblüte und dann bekommt ihr eine von uns. Okay. Guck. Ja, ich finde, die passen in jedes Heim, ne? Die gehören einfach dazu. Ich finde die toll. Krabbelblüte, Ja. Krabbelblüte. So, ihr Lieben, dann haben wir hier ein Portal, das ist animiert und zwar kann hier der Catwill rauskommen. Ich habe das ein bisschen umgestaltet, so dass es mehr animiert aussieht. Ich zeige euch das gleich mal. Ich drücke jetzt hier mal E und dann müsste der Catwill erscheinen. Und da ist er. Seht ihr das? Der spielt jetzt gerade Gitarre. Cool. Und zwar habe ich hier diese, das sind diese Zitschik-Kugeln, diese Lichter. Und hier habe ich so ein, das kann ich euch mal zeigen. Das habe ich ausgegraben. Leeren Kristallanomalie. Die sieht sonst so aus. Das seht ihr jetzt hier gerade. So, das brechen wir mal wieder ab. Und die habe ich in Kalthafen ausgegraben, ne? Mit diesem Antiquitätensystem. Also ist richtig cool. Da sind eigentlich ganz coole Sachen drin, ne? Ja. Oh, sieht schön aus. Ja, das Tor ist sonst halt statisch. Nur wenn das halt betätigt, kommt da Catwill raus. Und so habt ihr ein bisschen was Animiertes. Finde ich eine Aber gute das Idee, uns passt, ne? ist da immer noch drin oder war das beim Shop exklusiv? Das war im Kronenshop und das war nur für ein paar Tage drin. Ach ja, ihr Lieben, Achso. wenn ihr hier irgendwas sehen solltet, wo ihr gerne wissen möchtet, woher das Item ist, schreibt das bitte auch in die Kommentare. Na, wir versuchen das dann für euch rauszufinden und antworten euch dann darauf. Schreibt es einfach rein, wenn ihr was wissen wollt, ne? Zum Beispiel könnt ihr fragen, woher ist die Krabbelblüte? Juhu! Dieses Trübmoor. Ja, okay. So, dann haben wir hier die große Raid-Puppe. Ich gehe mal wieder aus dem Bearbeitungsmodus raus. So. Interface ausblenden, dann sehen wir mehr. Ja, hier ist eine große Kampfpuppe. Wir haben ja fast alle Kampfpuppen mittlerweile, ne? So, dann haben wir hier so einen Vampirbrunnen. Den haben wir auch ein bisschen aufgewertet. Der sieht so normalerweise nicht aus. Da haben wir hier diesen. Ich zeige euch das mal. Das war auch eine Statue, die es im Kronenshop gab. Die müsste es allerdings jetzt nicht mehr geben. Ich stelle die mal ab. Das sieht so aus. Und so sieht der Brunnen normal aus. Ich finde das ganz schön, wenn man das hier mit reinmacht. Das wertet das Ganze nochmal auf, animiert das, gibt ein bisschen Licht. Das sieht ganz gut aus, oder? Genau. Der Brunnen war auch ein Kronenshop, oder? Genau, das müsste es aber aktuell noch geben. Ich glaube, das ist immer drin, ne? Und hier könnt ihr halt eure Vampirstufe aufleveln dran. Zeige ich euch mal. Müssen erstmal verborgen sein. Und dann könnt ihr den ganz normal anspringen. Dann müsst ihr an dem rumlutschen und dann seid ihr eine Vampirstufe höher. Und hier könnt ihr sie wieder niedriger machen. Ja, das Cool. ist gut, ne? Und der steht dann wieder auf. Ja, cool. So. Hier ist unser kleiner Kriebel in seiner düsteren Ecke. Der hat jetzt hier noch so eine Säule dazu bekommen. Die habe ich übrigens auch im Kalthafen gefunden, das kann ich schon mal sagen. Und auch aus dem Antiquitätensystem ausgegraben, sozusagen. Ich fand, die passt ganz gut dazu. Ja, da ist er. Den werden wir am Ende der Folge auch mal für euch hier einen Pfad erstellen, damit ihr das mal sehen könnt, ne?
Ja, So. guck. Da will ich nicht klar Ja. stecken. Ja, und wenn der erstmal laufen kann, dann will er die ganzen Besucher einfangen, ne? Ja, Also, ihr Lieben, passt auf, wenn ihr nicht im Glas landen wollt. Seid lieber artig. Okay, gut, weiter geht's. So, ja, gut, dann haben wir hier noch ein paar Gruppendummies aufgestellt. Hier könnt ihr sozusagen Gruppenschaden testen und so. Und sonst hier so rum sind halt die Kampfpuppen, die müsstet ihr eigentlich schon aus dem letzten Video kennen. Dann gehen wir mal direkt hier weiter. Ich finde, das wirkt so cool, wenn hier die Sensche rumläuft, oder? das hast du echt gut gemacht. Ja, allgemein, wenn Bewegung hier drin ist. So. Dann haben wir hier die Transmutationsstelle. Hier hat sich nur ein bisschen dekomäßig was geändert hier. Hier sind die ganzen Jubiläumskuchen, die wir bis jetzt gesammelt haben. Ja. Und unser Spiel gewonnen. Und unsere Spieluhren. Ach, ihr Lieben, wir mögen Spieluhren total. Ihr seht, hier sind drei inaktive mittlerweile und sonst steht. Ja, hier unten steht noch eine rum, in der Mitte steht noch eine rum, da hinten steht noch eine rum. Und aktuell ist auch auf dem PTS, gibt es zwei Spieluhren, das habe ich entdeckt im Kronshop, die sind so schön. Das ist so ein Schiff, was auf Wellen fährt und so eine Fliege, die so richtig schön animiert ist. Die holen wir uns auf jeden Fall auch. Wir können euch das mal an dieser Stelle jetzt einblenden, wie das Ganze aussieht. So, die sind toll, findet ihr nicht? Yeah. Die sehen gut aus, oder? Die sind richtig gut aus, ne? Ja, so, dann haben wir hier so ein bisschen, ja, viele Farben. Ihr seht ja, ne, hier verschiedene Farben, blau, rot. Solche Pflanzen sind das. Ich weiß gar nicht, ob die sich bewegen. Doch, seht ihr das? Die bewegen sich auch. Das hier hast du ausgebuddelt, oder? Genau, stimmt, das habe ich auch ausgebuddelt. Ich weiß gar nicht gerade wo. War das Grünschatten? Kann sein, müsste ich nochmal nachschauen, ne? Wenn es jemand wissen will. Ja, das ist allerdings hier nur dieser Topf, ne? Also dieses Gebüsch hier gehört nicht dazu. So. Ja, dann haben wir hier sowas wie so einen Weg ausgelegt mit diesen verschiedenen Farben. Ich mag das ja, so eine düstere Umgebung und ganz viele Eindrücke und Farben hier. Das ist richtig toll. So, dann hier diese Figur, die ist auch neu. Die war allerdings auch aus dem Kronenshop. So, und wie ihr hinten schon seht, ey, du hast das Licht ausgeschalten. Unser großer Drache, ja, da rennt der Apo schon hin. Der kann verschiedene Lichter. Seht ihr das? Grün, das soll bestimmt Gift sein, ne? Dann Feuer. Oh, schön. Blitz. Und ja, so Eis. Nebel, Eis, genau. Da hat sie gleich die Hand gehoben, um besser sehen zu können. Und die große Windmühle, ihr Lieben, ich liebe das ja. Das ist, ich finde, diese Windmühle ist eines mit der schönsten Artikel, die es beim Luxushändler gab, leider. Also ihr könnt sie vielleicht vereinzelt noch in Gilden-Stores finden, aber sonst gab es die beim Luxushändler, ne? Die ist wirklich schön, ne? Ja, die ist wirklich schön. Und ich mag auch, wenn das Großobjekte sind. Man hat ja nicht so viel Einrichtungsplätze und dann finde ich, je größer, desto besser, weil man dann große Flächen, weil das ist ja riesig hier, ist ja sonst leer gewesen, schön füllen kann, ne? Was machst du da? Eins, Ich mache Sport schon mal zwei. nebenbei, ne? Ja, und hier unser Goldhaufen, der liegt da immer noch rum, ist auch noch Es wird nie gefüllt. mehr, aber nie weniger. Ja, es wird nicht mehr, aber auch nicht weniger. Oh je, schade. Du wolltest noch ein anderes großes Objekt zeigen? Ja, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch Ach bloß mal so. hier, das müssen wir uns merken. Das gab es, glaube ich, eine Woche vor der Windmühle. Aber das haben wir aktuell noch nicht aufgestellt. Das zeige ich euch aber gleich. So, dann haben wir hier so, weil hier sind die ganzen Set-Tische und ihr Lieben, wir haben sie endlich vollständig. Aktuell sind es 59 von 59 Sets und unsere Gildenmitglieder haben uns ganz lieb unterstützt dabei, ne? Dankeschön Ja, dafür. genau, Dankeschön. Und ja, das hat ganz schön gedauert, aber wir haben sie jetzt mittlerweile. So, und hier haben wir sozusagen in dem Eingangsbereich so eine. Ja, das ist unser Arbeitsvorsteher sozusagen, ne? Ja, ich bin Sklave. Das ist kein Sklave. Der betreibt hier halt die Maschinen, die haben wir auch hier so zusammengebastelt. Und der presst halt hier sein Gold und schmeißt es dann direkt da auf den Haufen drauf, ne? Das sieht aber nicht so glücklich aus. Der ist glücklich. Okay. Der guckt nur so, der guckt hochkonzentriert, das sieht man doch. Ach so. Stör ihn nicht. Okay, Entschuldigung. Ja.
Ja, was fehlt jetzt hier noch? Ich habe ja gesagt, hier die Setttische haben wir jetzt vollständig und jetzt fehlen hier eigentlich nur noch die Mundesteine und hier haben wir schon mal so ein bisschen was angefangen. Also auch so ein bisschen düster. Ihr seht, hier kommen so eine schwarzen, ja, Rauchschwaden, nenne ich das mal raus, ne? Das sieht gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Die waren aus den Kronkisten. Genau, die kann Ach, man so genau. auch nicht mehr bekommen, leider. Und diesen Lichtstein auch nicht. So, ich glaube des neuen Mondes. Daher kam Das das. sieht gut aus. Da haben wir jetzt bereits allerdings erst einen. Da müssen wir halt noch ein bisschen. Ja, ihr wisst ja, die sind nicht gerade preiswert. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. 13 Mundesteine gibt es. Und da haben wir uns auch überlegt, ob wir dafür vielleicht. Ich zeige euch das eben mal. Gehen wir mal in die Übersicht. So, Konstruktion, Gebäude. Und das kam ungefähr eine Woche vor dieser Mühle. Ich liebe ja das Haus. Schaut mal, bis jetzt haben wir es hier noch nicht aufgestellt. Das ist auch sehr groß. Und da könnte man zum Beispiel auch in ein, zwei Häusern zum Beispiel die Mundussteine reinstellen, ne? Das ist ganz schön Das ist groß. richtig schön. Aber schaut Aber mal schön auch. bitte. Ich finde auch die Spiegelung an den Scheiben richtig klasse gemacht. Ich weiß nicht, ob du das so siehst, doch, oder? Na? Und hier wäre dann der Eingang. Hier könnte man prima die Mundussteine reinstellen. Gut, jetzt passe ich da nicht durch den Baum, ne? Aber so vier Mundussteine immer rein und in einem Haus fünf, drei so eine Häuser, sieht bestimmt gut aus. Oder wir stellen sie halt hier so im Halbkreis auf. Das wissen wir aber noch nicht, ne? Muss Und mal das gucken. war, wie gesagt, auch vom Luxushändler. Ja, aber ist richtig toll. So, sonst ist hier hinten rum ist alles sonst so eigentlich geblieben. Da haben wir halt immer die Kampfpuppen verteilt, damit man auch ein bisschen Abstand hat und Platz hat, je nachdem, wer wo trainieren möchte, ne? Genau, man muss dazu sagen, wir haben auch die Set-Tische nach Namen sortiert mittlerweile. Ja, nach dem Alphabet. Oh, ihr Lieben, ich sag's euch, ne? Qual. Das will man nicht zweimal machen. Ja, wir haben bestimmt echt ewig gebraucht, weil wir hatten dann hier keinen Platz mehr und dann mussten wir erstmal überlegen, wie stellen wir es hin am besten, dass auch hier zukünftig wenigstens noch so ein paar Tische hinpassen, ne? Na, aber jetzt passt's. Jetzt passt es, ne? Genau. So, ihr Lieben, und hier unten kommt so eine kleine, ich sag mal, Wohnecke oder so ein kleiner Wohnbereich. Den zeigen wir euch auch mal eben. So, das ist hier so, ne? Hier geht dann die Treppe runter und dann haben wir hier das schön ein bisschen begrünt mit Palmen und einer schönen Hecke. Und hier so ein paar Steine, leuchtende Steine. So. Da bleibt man öfter dran hängen, ne? Na. So, hier habt ihr denn so einen kleinen Wohnbereich. Hier auch wieder eine Spieluhr. Ah, schön, ich liebe die Spieluhren. Und hier habt ihr dann so einen kleinen Spa-Bereich mit einem Bett. Kerzen, romantisch und einer Badewanne. Eigentlich müsste die dampfen oder warte mal abkühlen. Ich gehe schon mal haben, ich mal Echt jetzt? nee. Na toll. Und dann haben wir hier hinten noch eine kleine Höhle. Das hat sich dann so angeboten, so wie wir es aufgestellt haben. Hier könnte man noch was reinstellen. Aber ihr Lieben, wir sind echt am Limit, ne? Wir haben hier vielleicht noch drei Plätze frei und wenn jetzt neue Setttische kommen, muss man echt löschen. Das ist so schade, dass die das Limit bis jetzt nicht erhöht haben. Ist wirklich doof. Sollen die machen? Na. Wenn sie wollen, noch ein bisschen was kosten lassen, aber nicht übertrieben, muss man sagen. Ja, und wir haben schon ESO Plus und ein großes, also ein ansehnliches Haus, ne? Na. Wenn wir jetzt kein ansehnliches gehabt hätten und kein ESO Plus, dann hat man ja, glaube ich, nur 300 Plätze oder so hier bei so einem hier, ne? Überleg dir das bitte mal. Eigentlich gar nicht für die Größe angebracht. Ja, das ist überhaupt nicht angebracht. Was meint ihr denn dazu? Reicht ihr mit eurem Platz im Haus aus? Sicher nicht, oder? Ab in die Kommentare und denkt an die Krabbelblüte. Ja gut, man kann natürlich viele Häuser haben, aber man hat ja trotzdem so sein Lieblingshaus immer, ne? Ja, aber wenn man es als Gildenhaus nutzt, bringt das auch nicht viele, leider. Genau. So, ihr Lieben, und jetzt zeigen wir euch das Ganze mal mit der Charaktererstellung, ne? Genau, mit der Farbdarstellung. Genau. Ja, stimmt. Charaktererstellung, oh je, ich bin ganz aufgeregt. So. Okay, also wie gesagt, zeige ich euch das mal hier an den kleinen Kriepel. Da müsst ihr einfach in euer Einrichtungsmenü gehen. Und dann habt ihr schon, da seht ihr eine Option mit QFH erstellen. Falls ihr die Tasten anders gelegt habt, wäre es bei euch anders. Müsst ihr mal gucken, was euch da angezeigt wird. Und dann seht ihr schon, habe ich hier solche Positionen bzw. Wegmarkierungen in der Hand. Die erste startet da, wo eure Figur steht, sozusagen, euer Charakter. Und ihr könnt bis zu 30 Positionen setzen, ne? Machen wir das mal. Genau. Ich setze jetzt mal eine hier hin und der würde sozusagen hierhin laufen. Und ihr könnt auch entscheiden, ob der
Charakter traben oder gehen soll. Das könnt ihr mit U bestimmen, also das Tempo bestimmen. Ihr seht, unten in der Leiste habe ich jetzt auf Traben umgestellt, hier auf Laufen, Sprinten und Gehen wieder. Und wir lassen ihn jetzt mal hier traben. Dann lassen wir ihn mal hier sprinten. So. Hier hochsprinten. Bis hierhin sprinten. So. Und dann könnt ihr auch eine Wartezeit eintragen. Das könnt ihr hier mit I machen. Zwischen 3 Sekunden und 3 Minuten. Seht ihr das? Wir lassen hier mal 10 Sekunden warten. Und dann lassen wir mal hier zurückgehen. Ihr müsst natürlich ein bisschen gucken, dass da nicht großartig was im Weg ist, wo er dann dran stecken bleibt. Dann sieht das nämlich ein bisschen komisch aus. Ja. Und dann macht er einfach Platzierung beenden und bestätigt das Ganze und dann müsste der loslaufen. Schaut. Da läuft er. Jetzt läuft er gerade langsam und ab hier müsste er dann schneller laufen. Das schnellste ist er nicht. Nee, also in der normalen Geschwindigkeit ist der hier nicht schnell, na, das stimmt. Aber das kann man ja Gott sei Dank dann einstellen. So. Man kann nur nachträglich das nur ändern dann. Ja, genau. Ihr könnt sogar den Charakter hier wechseln, ne? Das könnt ihr auch machen. Nur sagen, ob er hin und zurück läuft oder ob er zufällig läuft, dann sucht er sich irgendeinen Punkt aus oder im Kreis läuft, so gesagt. Schleife hieß das dann. Genau, das zeige ich euch gleich mal. Hier sprintet er jetzt. Aber der hat jetzt nicht, Unverrückt. der hat jetzt aber nicht gewartet an der einen Position, oder? Der war jetzt Ach ja, hier. stimmt, der wartet jetzt hier, na, stimmt. Ah ja, das ist cool, ne? Ach, der ist, glaube ich, gerade auf zufällig eingestellt. Kann das sein? Ah. Ah, okay, Na? gut. Ja, das ist schon genial, ne? Und da könnt ihr so schöne Bewegung reinbringen oder zum Beispiel euren Händler und euren Bankier zusammenlaufen lassen. Ich zeige euch das nochmal eben, wie ihr da zu den Fahrtypen kommt. Da müsst ihr wieder in euer Einrichtungsmenü. Geht dann hier auf euren Pfad und dann macht ihr hier Bearbeitung und dann kommt ihr mit R dann in die Fahrteinstellung. Und hier seht ihr dann, könnt ihr das auch ausschalten, wenn ihr nicht mehr den Pfad machen soll. Ihr könnt euer Objekt bearbeiten, hier das Objekt wechseln. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel jemand anders aufstellen. Kann ich jetzt gerade nicht machen, weil wir keinen Platz haben. Es sei denn, ich kann den einfach austauschen. Ich probiere es mal aus. Können wir gleich mal testen. So, ersetzen. Ah ja, guckt, das geht auch. Dann könnt ihr ganz einfach denjenigen ersetzen damit. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, einen aus und den Fahrtyp hin und zurück, Schleife oder zufällig. Also ist richtig klasse, ne? Ja. Da rennt er. Da rennt er. Und ich hinterher. Ja, ihr Lieben. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr das gerne wirklich auch in die Kommentare schreiben. Wir beantworten das gerne. So, dann würde ich mal sagen, haben wir für heute alles gezeigt, oder? Alles kein gedacht, ne? Ja. Zumindest die Untersuchung. Ja, ihr Lieben. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und ihr bei den nächsten wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi. Tschüssi.